Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von HP Pass 2. Wir sind bei Ismail, dem Achievement Schleichangriff. Töten Sie Farouk Yazar, bevor er seine Festung in die Rotköpfe erreicht. Das ist Mission 1. Und guck mal auf das Datum. 11. Juni 24. Ist das Aufnahmedatum, was wahrscheinlich denn für euch gestern sein sollte. Und das ist das Datum, an dem ich Geburtstag habe. Das ist so ziemlich die letzte Aufnahme, die ich mache, bevor ich dann pennen gehe und, ne? Geburtstag und so. Das heißt also, Schleichangriff, Farouk Yazar sollen wir töten, bevor er seine Festung erreicht. Rotköpfe, auf geht's. Mal gucken, wie schwer es wird. Ich habe mich jetzt gerade nicht so im Kopf, was das für eine Mission gewesen ist, aber sehen wir ja gleich. Marco Polo. Mir wurde auch gesagt, ich kann am Anfang einfach aufgeben und dann sehe ich die Karte sowieso, aber warum? Marco Polo geht doch relativ schnell. Ja, ist machbar, aber brauche ich nicht. Ach, war das das, wo ich, damals erst hier unten die ganze Insel freigeräumt habe und dann erst weitergegangen bin, irgendwie sowas war das, glaube ich. Boah, ich, okay, so grob weiß ich, was das war, aber ich weiß nicht mehr genau, was ich da tun musste. Aber so grob kommt mir das bekannt vor. Doch, doch. Wie habe ich die damals bewertet? Mit einer 25, als sehr leicht habe ich die markiert. Genau, da musstest du hier nämlich die ganzen turkmenischen Häuptlinge töten. Ja, und ich habe jetzt übrigens die Option angemacht für Angriffsabklingzeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Monasper. Hallo, Monasper. Es geht ab, Monasper. ja, wo ist denn eigentlich Farouk Yazar? Das ist blau. Oh, da habe ich hier damals gut verteidigt, das weiß ich noch. Doch, 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 das kommt mir sehr bekannt vor. Oh, damn, boy. Oh, der Hügel hier oben kommt mir sehr bekannt vor. Damn. Der Eischmeil muss überleben. Wo ist denn der Eischmeil? Das ist ja alles Quatsch hier. Bist du das? Ah, jetzt bist du Eischmeil. Gerade eben hast du leichte Kavallerie. Frech. Ja, du darfst nicht sterben. Plus 30 Regenerationsrate. Die wird ja auch angezeigt. Ist ja mega geil. Ei. Das finde ich cool. Diese Option, ich wusste nicht, dass sie existiert, aber die ist mega geil. Ja, also wir sollen Farouk Yazar töten, bevor der da hinkommt. Da ist Farouk Yazar. Krasser Typ, drei Kavaliere. Das ist toll. Den sollen wir töten. Da sind ein paar Ritter unterwegs, das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir müssen am besten, ich weiß gar nicht, wann wir da irgendwie hinkommen, aber so früh wie möglich hingehen. Hier geht's nirgends worüber, das heißt, wir müssen so oder so erstmal nach unten durchkämpfen. Dann müssen wir hier auf jeden Fall clearen, bla bla. Und ich überlege nur schon mal, wo der schnellste Weg ist, weil hier den ganzen Orangen werden wir wahrscheinlich eher kaum hinkriegen, ohne dass wir da einen Kampf auslösen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich immer außen rum wandern. Und dann da oben vorbeigehen. Ist das eine Wehrkirche? Ja, ne? Ja, ja, die kann schießen. Wie viel Reichweite hast du? Kaum. Du kannst gerade ein bisschen Bäume schießen. Ja, das ist ja lächerlich. Nicht wundern, das ist nicht 6 von 1, das ist 6 und minimale Reichweite. Also maximal minimal. Hier kriegen wir Einheiten geschenkt. Erstmal ganz kurz wieder so ein bisschen auf den Schirm rufen, was wir überhaupt hier gemacht haben. Da sind turkmenische Verbündete. Und hier haben wir leichte Kavallerie, die uns ebenfalls unterstützen wird. Ja, also so grob gesehen, ich meine, ich kenne das Ganze ja noch so ein bisschen. Ich bin jetzt trotzdem mal so frech und mache mir mal ganz kurz eben einen Screenshot von dieser Map hier. Einfach, weil ich jetzt die Freche besitze, mir die zu screenshotten und in einer kleinen Paint-Datei nebenbei zu machen. Paint, weil da kann ich es einfach reinkopieren. Lul. Und dann können wir ganz kurz einmal schauen, dass ich das Ganze hier reinkriege. Ansonsten, wir gehen irgendwie bis dahin wahrscheinlich. Und dann wäre der schnellste Weg, dahin zu kommen. Da oben lang. Da lang und hier dann außen rum. Das wäre so schnell zu denen, hier am besten abfangen. So die Theorie. Ob die auch praktisch so funktioniert, ich habe keine Ahnung, ich weiß es exakt selbst nicht mehr. Also, einmal neu starten. Ansonsten können wir zwischendurch speichern, kurz Marco Polo machen, nochmal neu laden, falls wir es unbedingt benötigen. Ja, ich will wirklich neu starten, das hast du gut erkannt. Ich habe schon längst gedrückt übrigens, aber er braucht noch kurz einen Moment. Ist ja auch nicht mehr das Jüngste, ne? Ja, das Spiel. Nein. Yo, hier Schmeil. Ist es nicht sicher, junger Ismail. Wir müssen schnell nach Erzincan, bevor die Akkuyunlu uns zur Strecke bringen. Die Akkuyunlu. Dies war. Ja, da auf dem Hügel zu kämpfen, ist eher ein bisschen uncool, meine Freunde. Kämpfen wir lieber auf dem Hügel hier. Das ist fair. Geil, er wird sterben, weil er dumm ist. Alles gut. Ja, es war super unsauber, aber ist okay. Der Akkuyunlu geben. Wir müssen aufpassen. Ja, Patrouillen, Schmatrouillen, scheißegal, immer rein da. Gar kein Problem, Boy. Da gönne ich mir jetzt einfach noch ein bisschen was vom Gegner.
Guten Tag da unten. Ich hätte gern ein bisschen Unterstützung. Diese Männer sagen, dass sie uns folgen werden. Ja, dann folgt mir doch bitte mal, meine kleinen Freunde. So. Das war eher ein bisschen mittelmäßig, dafür war das hier umso sauberer. Die haben nicht einen Hit rausgehauen. Nach Ersinshan. Diese Länder verrotten unter dem Joch der Akoyunlu. Sie müssen von jemandem geführt werden, der so gerecht ist wie ihr, mein Scheich. Mach das. Sag einfach, ich bin jetzt der neue Herrscher und dann mach was einfach, okay? Guten Tag. Wir sind hier, um sie zu töten. Bitte leisten Sie keinen Widerstand, sie werden gerade gerettet. Töten. Oh, ein Keshik. Wir sind ganz schön stark unterwegs, wa? Einfach so frei vom Schaden her. Bitte schießen Sie nicht, ich bin in Gefahr. Oh, oh. Alter. Hab ich jetzt auszusehen, Krieg, wo ich mehr bekommen, als ich haben wollte? Naja. Ah, zwei weniger, ist ja nicht so schlimm, ne? Passt. Wir nehmen hier alles mit. Ich habe zwar schon jetzt schon wieder vergessen, wie hier der ganze Weg unten war, aber ich habe einen Screenshot, kein Problem. Hier war nämlich irgendwo gleich ein weißer Punkt, deswegen gehe ich gerade runter. Ignoriert den Test übrigens, das ist jetzt komplett egal, was es ist. Das ist für hier nicht wichtig. So. Einmal durch die Berge durch, da kommen wir, glaube ich, zum Transportschiff und dann können wir ganz kurz runter ducken. Diese Männer sagen, dass sie uns folgen werden. Ja, das ist aber auch gut. Vier Ritter, da sehe ich mich auch. Wir sind ja auch die Berger, ne? Wir sind der Kavallerie-Volk. Dann wir haben auch die geilen Safaren. Die Safaren, die knallen gut rein. Ja. Wir gehen trotzdem ganz kurz runter, auch wenn da ein bisschen... Diese Männer sagen, dass sie uns folgen werden. Böses Zeug ist gleich, aber... Ich glaube, das wird sich auf jeden Fall lohnen, noch kurz zu holen. Aber mal schauen. So, jetzt haben wir alles Weiße hier mit abgeholt. Wir können immer noch mal ganz kurz speichern, weil die paar Meter, da müssen wir nicht immer neu hören. Und ab dafür. So, mein lieber Farouk Yazar. Jetzt wird's langsam Zeit für dich, wa? Alle tot. Ignoriere mich einfach, ich bin gar nicht da. Danke. So, moin. Servus, moin. Mhm. Die Akoyunlu haben auf uns gewartet. Frech. Da müsst ihr wissen. Dann sterbt halt, ihr Schweine. Nein, ihn hat's erwischt. Kannst wieder haben. Oh. Endlich haben wir einen festen Stützpunkt für Operationen. Warte mal, habe ich hier eine Stadt bekommen? Hab ich ja voll vergessen. Ich hatte irgendwie jetzt im Kopf, dass es eine Armeemission gewesen ist. Das ist ja witzig. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall speichern. Das ist ja wohl absolut Save Dave. So, wir gehen jetzt mal hier achievement-technisch hin und machen direkt den hier. Macht euch auf den Weg und verbreitet mein Wort an möglichst viele Turkmenen. Wir werden ein großes Aufgebot brauchen, um den Kampf gegen den Schirwan-Schah zu führen. Quatsch. Da haben wir es besser. Ist richtig rum einfach, weißt du? So, wie sieht's aus mit unserem guten Farouk? Also, ich will mal was probieren. Wir haben die Jobs ja zugewiesen. Wir besprechen trotzdem mal ganz kurz auf der Nummer 12. Denn ich will jetzt mal was probieren. Wenn wir da jetzt einfach hingehen, können wir den jetzt schon abfangen oder meinst du es eher so ein bisschen Scheiße-Deise? Können wir jetzt, da wir einen festen Stützpunkt haben, die Georgier überfallen, wie ich es vorhin vorgeschlagen habe? Ihre Vorräte würden diese ganze Tortur sicher viel einfacher machen. Ja, bestimmt. Können wir irgendwie. Gib mir noch kurz eine Minute. Ich muss erstmal kurz drüber nachdenken. Aber als erstes gehen wir mal außen rum. Bum, bum. Einfach mal hier dem Weg folgen. Ich dachte, die Sache mit den Safaviden läge hinter mir. Dann werde ich später zu meinen Büchern zurückkehren müssen. Ja, wait a second, hätte ich direkt loslaufen müssen? Das ist ja miserabel. Mach doch jetzt nicht so einen Stress, Jung. Was ist das denn? Ja, Moment. Das ist ja aber unsympathisch. Oh. Da
Das ist ja maximal unsympathisch, wie schnell der durchgeht. Den hätten wir ja direkt dahin laufen müssen. Oder wir müssen am besten vor dem Dorfzentrum sogar da reingehen. Das wäre auch eine Option. Dass wir gar nicht die Stadt bauen, sondern direkt sagen, ab dafür. Vielleicht ist das ja der Punkt. Ich probiere es jetzt noch einmal ganz kurz mit dem ersten Speicherstand. Wenn wir direkt losgehen, weil wir waren jetzt ja nicht so weit weg, wenn wir ganz ehrlich sind. Ansonsten, ja, ist auch, wäre auch keine Schande jetzt dann eben nochmal neu zu starten. Das geht ja relativ fix. Eigentlich brauchen wir die Echo hier auch gar nicht, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich ist das egal. Ja, wir machen mal ganz schnell, weil die paar Meter laufen hier. Aber macht das geschwindigkeitstechnisch nicht so einen Riesenunterschied, ehrlich gesagt. Können wir jetzt, da wir einen festen Stützpunkt haben, die Georgier überfallen, wie ich es vorhin vorgeschlagen habe? Nee. Ihre Vorräte würden diese ganze Tortur sicher viel einfacher machen. Oh, ich laufe hier gerade falsch. Ich hätte erst mal nach oben gehen müssen über das rechte Wasser, aber hier ist auch okay. Das ist kein Problem. Ich dachte, die Sache mit den Safaviden läge hinter mir. Dann werde ich später zu meinen Büchern zurückkehren müssen. Moment, mein Freund. Bleiben Sie stehen. Sie sind verhaftet. Oh, hat funktioniert. Ich bin überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich muss neu starten. Nein. Warum habe ich gegen Jugendliche verloren? Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Jetzt kontrollieren wir diese Festung. Alter, was für ein Scheiß-Speedstart ist das denn hier, Dämon? Ich hätte einfach nur das am Anfang machen müssen und hätte eine ganze Stadt bekommen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ja der Vorhandziehen. Guck dir das mal an. Krass. Ey, du hättest ja so ein easy... Du hast direkt eine Burg, du hast alles. Gold, Stein, nochmal Holz, ganz viel. Direkt Ritterzeit, du hättest ja hier alles haben können, instant. Lol. Was für ein Riesenvorteil. Einfach Gegner weniger. Ja, das war's jetzt Achievement, ne? Ich würde sagen, dann machen wir es ganz kurz und knapp. Na, ciao.